Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfans auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zur NHL 21, zu der Champions Hockey League mit den Straubing Tigers. Ja, ich hoffe, geht's Ihnen gut. Ihr seid alle gut drauf und ich habe bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und nach einem Auswärtssieg gegen Genf versuchen wir heute einen weiteren Sieg zu Hause zu erringen. Schauen wir mal, ob es uns gelingen wird. So, da. Auf geht's. Division Ors, Liga Ors. Das werden wir heute schon bocken. So da. Wäre die Chance da gewesen? Bis jetzt macht er mal Straubing gut Druck. Das lassen wir uns nicht gefallen. Aber es kommt nicht zum Kampf. Es kommt nicht zum Kampf. Warum auch immer. 4 gegen 4. Gewagt, aber es hätte funktionieren können. Es hätte auch funktionieren können. Und somit schießt unser Nummer 16. Der Basili. Der Basili schießt es doch, genau. So glaube ich, spricht man aus. Eins zu null für die Tigers zu Hause. Ja, ah, das war super gewesen. Nur jetzt fährst du hinten noch. Aber Genf gleich raus. Genf gleich raus. Also hast du schießen, dann sag gleich wieder Tor. Wir müssen sogar gleich wieder Tor schießen. Das war jetzt die Chance gewesen. Das war jetzt die Chance gewesen, das Spiel, warum hast du es nicht genutzt?
Jawohl, 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 die Klinge springen lassen. So, jetzt hat. Last minute of play in the first period. So. Genf wehrt sich gegen die Niederlage, aber es wird nichts nutzen. Sie werden es trotzdem. Jetzt Genf macht zwar zu, aber wir kränken immer wieder. Ah, nicht. Ich frage mich jetzt kurz, ob die Trikots hier jetzt anders ausschauen, was wir vorher. Weil ist ja das Verbot, ob das Update rausgekommen für die Trikots, das Jersey Update. Ich bin überlegen gewesen, ob die Trikots hier auch ein bisschen anders ausschauen. Oh, Genf geht in Führung. Genf geht in Führung. Aha, klingelt haben wir schon mal. Klingelt haben wir schon mal in Genf. Aber es ist das zweite Drittel, den Ausgleich holen wir uns schon. Den Ausgleich holen wir uns schon. Und da ist er, der Ausgleich. Bei unserer Nummer, was war es, 89, oder? Unsere Nummer 89 macht das. Wer war das? Ah, 29. Der Mitchell. 20.
So. Auf geht's, Kim Schuh-Straubing. Wir brauchen den Sieg, wir brauchen den Sieg. Egal was passiert, ich ziehe das heuer durch mit der Serie. Ob Corona oder nicht. Weil ich gehe mal davor aus, dass sich die Mannschaft so richtig scheiße fühlt in Straubing. Dass genau in dem Jahr, wo Covid ist, haben sie die Chance, dass Champions Hockey League spielen dürfen, so würde ich sagen. Aber wie ist es, wenn jetzt überhaupt kein Eishockey heuer zustande kommt? Ja. Darf dann Straubing weiterspielen? Oder werden dann wieder neue Teams ermittelt? Andererseits finde ich es ja eigentlich unfair, gell, weil das Fußball darf weiterhin übertragen werden und bei Eishockey scheißen sie umeinander. Obwohl das aber Fußball meiner Meinung nach auch europaweit ist, wenn nicht sogar eine weltweite Geschichte ist. Gell. Wenn dann keine Sportveranstaltungen stattfinden, dann da die sagen, gar keine. Nicht einmal das Fußball. Aber es ist ja dann so wahrscheinlich, dass die Verantwortlichen ja kein Geld kriegen. Und wenn einmal so ein Fußballvorsitzender ja kein Geld kriegt, dann geht ja die Welt unter. Das ist dann wahrscheinlich schlimmer aus wie Covid und Ebola und keine Ahnung, alles miteinander kombiniert. Und Weihnachten, Ostern fällt aus, na ja. Aha, das war jetzt mehr Chance gewesen, HP, was ist denn los? Was könnt ihr mir jetzt mal in die Kommentare hinschreiben, was ist von der ganzen Sache jetzt, wie ich da denke. Weil es ist kein Geheimnis, dass ich kein großer Fußball. Wenn keine Sportveranstaltung wirklich sagt, dann muss sich jeder drauf halten. Jetzt hat. Das war zu früh. Na, das gibt's da nicht.
Es gibt's ja nicht. Da haben wir ja tatsächlich zum Schluss nur ein Overtime-Spiel. Wir haben nur ein Overtime-Spiel. Jetzt heißt es Konzentration, jetzt heißt es Konzentration, meine lieben Sportsfreunde. Wir wollen zu Hause gewinnen. Niederlage, die erste Runde in der Champions Hockey League, die Gruppenrunde gewonnen. Und somit gewinnt Straubing in der Overtime mit 3:2. Ich glaube, die unsere Nummer 26 geworden ist, oder? Na, die 16 war's. Die 16 war's. Der Basley. Der Balisi, müsste das auch richtig ausgesprochen werden. Wir haben einen Star mit einem Tor. Zweiter Star geht an Genf. Ich finde die Grafik gut. Wir haben 2 Stars und 3 Tore. Passt ja gut. Passt ja gut, würde ich sagen, meine lieben Sportsfreunde. Der Coach sollte die ersetzen. Haben wir da einen Verletzungsbericht drin oder was? Okay. Diagnose noch aufstehend. Oi. Dann schauen wir mal, wie es uns, was uns geben fürs nächste Mal. Rein manuell bearbeiten, schauen wir mal bei den manuellen Bearbeiten rein. Der 55er, 69er, 67er. Da machen wir ein Ding noch fuhren. Haben wir die erste Reihe gut aufgestellt, da die Song. Und dann haben wir die zweite Reihe. Ist die zweite Reihe auch gut aufgestellt? Ja, und dann lassen wir das so. Dann schauen wir uns mal das um, wie es hier ausschaut. Wir haben mit 17 Punkten die Gruppen gewonnen.
Dann haben wir die Norweger, dann die Schweden und dann die Schweizer. Dann in der ganzen Liga sind wir auch auf Platz 1 geblieben. Mannheim ist auf Platz 2. München hat sich auf die 4 vorgekämpft. Der Zug aus der Schweiz hat sich auf 5 gekämpft. Die Berliner auf 6, Volunda auf 7, die Südtiroler auf 8, die Wiener auf 11. Salzburg hat sich auf 16 aufgekämpft. Die Engländer haben sich auf 17 aufgekämpft. Die Schweden auf die 20. HC Davos auf 23. Minsk auf 31, Vorletzter. Eieiei. Dann schauen wir uns mal den Playoff-Baum an. Oh, au, das geht's jetzt. Wien, Berlin gegen Straubing. Red Bull gegen die Oilers. Mannheim, keine Ahnung, wer die anderen sind. Bozen ist dabei. Ich habe gedacht, dass Wien auf der anderen Seite hinten steht, dann hätten wir wenigstens ein Bergs Finale gehabt. Aber, meine lieben Sportsfreunde, das war's für diesen Spieltag. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen, wenn es euch gefallen hat, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch, wer Lust und Laune hat. Da kann mich gerne abonnieren, die Glocken aktivieren, so dass, wenn es hier weitergeht bei mir, nichts mehr Neues verpasst wird. Und dann wünsche ich bis zum nächsten Spieltag nur einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen. Lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann das du dir hier dieses Video schaust, vergesst meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen, doch hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann auch normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal, euer HP. Servus!